Nimm doch nochmal die Abstand von 60. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Thomas Ziolke, ich bin Vorsitzender vom Förderverein vom Tierpark und Zoo. Es freut mich, dass Sie bei der heutigen Enthüllung vom Knut-Denkmal so zahlreich gekommen sind. Besonders herzlich begrüßen möchte ich Frau Töne, den kaufmännischen Vorstand vom Zoo, Herrn Dr. Blaskewitz, den Direktor vom Zoo und vom Zoo. Als der große Eisbärenstag Knut verstorben ist, haben wir als Förderverein im engen Einvernehmen auch mit dem Zoo Berlin die Idee entwickelt, ein Denkmal für Knut zu schaffen, ein Denkmal, das auch in der Tradition vom Zoo Berlin steht. Viele Tierpersönlichkeiten vom Zoo haben ein Denkmal hier bekommen. Bobby, der Gorilla, Knautschke, das Flusspferd und heute Knut, der mit Sicherheit bekannteste Eisbär der Welt. Wir haben als Förderverein einen Ideenwettbewerb damals gestartet mit der Auflage, ein Denkmal zu schaffen, was Knut darstellt, so wie er die Herzen der Menschen erobert hat als junger Eisbär. Es gab Diskussionen, ist das sinnvoll oder nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass das Denkmal das präsentiert, was Knut eben war. Ein kleiner Eisbär, der die Herzen der Menschen erobert hat, der den Zoo weltberühmt gemacht hat und der eben auch das thematisiert hat, wofür Knut aufstand, nämlich für die Bedrohung der Lebensräume von Eisbären und eben auch eine wichtige Aufgabe von zoologischen Einrichtungen insgesamt, die Aufgabe des Artenschutzes. Und ganz viele Menschen haben sich dann beteiligt mit Spenden. Die Idee war, das Denkmal über Spenden zu finanzieren. Nämlich er war ein großer Publikumsmagnet, Knut. Und was liegt da näher, Menschen eben auch daran zu beteiligen, teilhaben zu lassen, eine Erinnerung zu schaffen. Und viele Leute haben sich daran beteiligt. Eine ist heute leider nicht mehr unter uns. Sie hat uns im April des Jahres verlassen. Doris Webb hat hier immer an der Stelle ganz viel Flyer für das Knut-Denkmal verteilt und auch Geld gesammelt, weltweit auch Geld gesammelt und ich will einfach an der Stelle an Sie erinnern. Und was besonders eine ganz große Unterstützung war, war das Engagement eines Unternehmens. Wenn man über Bären in Deutschland redet, dann kommt man an einem Unternehmen nicht vorbei. Das ist nämlich das Unternehmen, was Goldbären herstellt. Und wenn man so einen goldigen Bären im Zoo hat, oder hatte, dann bin ich dankbar dafür, dass Dr. Hans Riegel von Haribo sich eben auch mal angenehmer als Albert Schweitzer. Wer wagt, dieses tiefe Gefühl der Zuneigung eigentlich nur zu beschränken auf Menschen? Ich weiß noch genau, wie es war, als ich das erste Mal Knut gesehen habe und berühren durfte, sein weißes Fell berühren durfte, das war hart und wärmend, genauso richtig, wie es für ein Eisbären ist. Als ich ihn aufwachsen sah mit Tausenden von Menschen, die ganz, ganz viele Sprachen sprachen und doch irgendwie bei jeder Bewegung nur A und O gerufen haben. Ich weiß noch, als ich zusammen mit Anganga, einem Inuit, einem Eskimo-Führer, mit Trommeln dastand und er ein Lied ihm vorgespielt hat aus seiner fernen Heimat, wo die Eisbären die großen weißen Könige sind und in deren Leben wir eingegriffen haben und er horchte und wir beide lauschten und im Chor dahinter heulten die Wölfe. Denn die fanden das auch ganz toll. Ich weiß noch, als er aufgewachsen war und nichts anderes im Sinn hatte, als morgens rasend mit strahlend weißem Fell aus seinem Schlafgehege zu rennen und sich in den nächsten Sandhaufen zu werfen und dann aussah eigentlich wie ein Braunbär. Ich weiß noch so vieles, was Sie wahrscheinlich auch erlebt haben und vielleicht noch viel intensiver, viele Menschen, die hier stehen. Und ich weiß auch noch, wie ich zum Schluss da stand und er war leblos. Manche haben so schön dann abgehoben gesagt, naja, das war das Kindchenschema in uns, was dort gewirkt hat. Und andere Menschen haben gesagt, es sei nur die Suche nach der verlorenen Unschuld. Wer weiß es? Menschen schüttelten den Kopf und konnten sich gleichzeitig nicht dem Zauber des Augenblicks entziehen. Es gab noch mehr. Die Tierärzte und Kuratoren, Heiner Bös und natürlich Ronny Henkel und seine Kollegen und alle und viele, die hier stehen heute. Das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Die Menschen haben das gespürt.
Das war nicht nur der süße Eisbär, das war die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier. Das Band der Natur, die Natur, die so schön und auch oft so hart sein kann. Spuren der Liebe eben. Knut, der Eisbär, da hat sie hinterlassen. Spuren der Liebe, eingefangen in einmaliger Weise von Josef Kabaschnik in seinem Werk Knut, der Träumer. Knuts Spuren führen hinaus in die Natur. Hierher in den Zoo Berlin und an all den anderen Plätzen auf der Erde. Wir müssen sie erkennen. Sind auch unsere Spuren. Emotionen, das ist ja meine Aufgabe, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und zwei, drei Dinge muss ich schon zurechtlegen. Es geht hier darum, an ein populäres Zootier, ein sehr populäres, in meiner Lebenserinnerung das populärste überhaupt. Er hat sogar Knautschki übertroffen in seinem Bekanntheitsgrad, vor allem was das Reisen rund um die Welt betrifft. Wir haben bis nach Israel und nach Neuseeland, bis nach Kanada und nach Japan, haben wir die einzelnen Informationen über diesen Bären gesandt. Dabei hat die Presse viel geholfen, manches haben wir schon vorne weggeschickt, aber es zeigt, dass die Bekanntheit weltweit war. Und das ist noch mehr, als es bisher ein anderes Zootier erreicht hat. Und das ist der Grund, warum, als der Bär gestorben war, ich sofort in der Absprache mit Frau Töne und dann den Aufsichtsrat informiert habe, entschieden habe, dass wir, ähnlich wie bei Knautschki, wie bei Bobby, wie bei Orje und bei vielen anderen populären Zootieren, eine Statue schaffen wollen. Der Förderverein hat uns geholfen, indem er das Geld zusammengeholt hat. Da, wo es nicht gereicht hat, bedanken wir uns bei Haribo. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn was dazu gezahlt wird. Und wir können heute dieses Denkmal in der Öffentlichkeit übergeben. Vor allem wollen wir dieses Denkmal den Kindern übergeben. Denn darum geht's. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, als ich Kind war. Und da war die kleine Statue im Elefantenorje. Da war das quasi unter Todesstrafe verboten, ihn nur anzufassen. Und das Doppelsinn von Kunst liegt ja daran, dass man es begreift. Genauso wie das lebende Tier, was wir halt nur ein Haustier machen können. Aber bei einer Bronze können wir das machen. Die geht nicht kaputt. Da können selbst unsere Kinder, die eine hohe Gewichtsklasse erreichen, nichts anrichten. Und darum geht es mir, dass die Kinder die Begegnung mit diesem Kunstwerk schaffen. Natürlich können auch alle Erwachsenen sie anfassen. Ich denke aber nicht, dass die meisten Erwachsenen sich draufsetzen sollten. Heute überhaupt noch nicht, weil das heute erst aufgebaut worden. Und da ist noch ein bisschen Speis unter den Stein geworfen worden. Also heute bitte ein bisschen Abstand noch, Sie können ihn gerne anfassen, aber noch nicht aufsetzen. Ab übermorgen hat meine Mauer gesagt. Du dann einen Zippel und dann sie ein bisschen. Ja, die werden ja mitgehen, denke ich. Dann hier. Reden werden kann er nicht mehr. Ja, mit dem Stein zu sagen, wir können über einen Mann. Nein, das haben Sie nicht. Das ist schwer, ist aber auch alle. 100 Kilo, die Statue liegt mit Herzen. Aber die beiden Steine noch rechts zusammen. В Нюрнберге я мне в зоопарке стоит. Danke dir. Ja, einmal. Ja. Aber den hätten wir nicht gehabt, wenn Herr Dürr nicht gewesen wäre.